Wir betreten es. Oh Gott! Alter, irgendwas läuft hier über uns. Irgendwas Großes. Ich glaube, wir sind schon zu tief drin. Ich glaube, wir wissen zu viel. Hier ist noch ein weiterer Ring. Alter, dieses Auge, das ist ja so krank. Vor allem, es schaut dich immer an, fällt mir gerade auf. Es schaut dich immer an. Es schaut dich immer an. Okay. Wer ist Shore? Oh Gott! Oh, Spinnen! Alter, widerlich! Alter! Hier raus! Oh! Wir müssen hier raus! Wir müssen hier raus! Wir sind hier nicht über. Oh Gott! Lass das! Oh fuck, wir haben irgendwas. Wir haben Scheiße gebaut. Wir haben ganz groß Scheiße gebaut, glaube ich. Alter, über diese fetten Viecher. Oh! Welcome, welcome, my child. Ich bin nicht dein Kind. Ich wollte nur meinen Freund finden. Es lädt wieder. Alter. Alter, das ist ja gerade echt. Es kommt selten vor, dass ich ein Spiel in einem durchspiele. Also ich meine, klar, das ist jetzt ein kleines Spiel, keine Frage. Aber dennoch, das ist dieser Macher. Ich werde in die Beschreibung hauen. Er hat leider nicht mehr Spiele, glaube ich. Zumindest nicht auf der Seite, wo ich es runtergeladen habe. Aber, Alter, saugeile Spiele. Es sind echt Horrorspiele mit Qualität. Es ist optisch geil. Es ist von der Engine her geil. Die Story ist auch nice. Taugt mir auf jeden Fall. Könnte auch was kosten. Es könnte ruhig 5,99 € oder sowas kosten. War jetzt ein kleiner Betrag für die Mühe. Alter. Aber. Boah. Warum ist Tom nicht da? Enter the Hall of Trials. Okay, es hat gespeichert. Ah, wir sind zurück in der normalen Welt. Alter. Was war das gerade für eine Welt da unten? Wo ist die Halle? The Hall of Trials, wo ist sie? Ist das die Hall? Das ist jetzt die Frage, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ist es vielleicht doch noch im Keller? Eine andere versteckte Tür? Warum geht das Licht immer aus? Der... Danke, zum Glück. Zum Glück. Hm. Vielleicht doch nochmal hier. Der mit seiner Mucke, weißt du, wir durchleben hier die Hölle auf Erden und er feiert einfach. Er lebt einfach ein gutes Leben gerade. Aber wir machen das alles für einen Freund. Weil er hört ein Lied im Loop. Entweder er ist eingepennt oder er hat sich irgendwie mit Drogen in eine Überdosis gegeben und flackt jetzt irgendwo rum. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wo ist die Halle? Ich habe so keine Ahnung. Muss ich vielleicht nochmal einfach eine Besenkammer? Welcome to the dark side. Ein Star Wars-Enthusiast. Naja, nach den neuen Filmen kann man ja nicht mal von Star Wars-Enthusiasmus reden. Die waren ja wirklich unter aller Sau. Unter aller Sau. There's no need to go there. Aber wo sind die Hallen? Ich habe keine Ahnung. Wo sind die Hall... Alter! Hm, Grüezi? Hier ist der mit der Mucke, glaube ich.
Hier ist nichts. Was, wer bohrt denn hier immer? Haben die Leute nichts zu tun? Der eine bohrt den ganzen Tag, der andere hört den ganzen Tag nur Musik. Schlimm. In welchem Stock sind wir? 4. Ich gehe jetzt alle Stockwerke durch, weil ich keine Ahnung habe. Hier ist nochmal ein gebürtiger Schweizer. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Kann das sein? Kann das sein? So, noch eine nach oben. Dann sind wir wieder bei unserem Apartment. Oder besser gesagt, bei dem Apartment unseres Freundes. Licht, Licht, Licht. Allgemein sind ja alle so religiös. Ich meine, ich war schon ein paar Mal in der Schweiz, weil wir da bekannte / Verwandte haben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Religion so ein großes Ding war. Ich meine, wer hängt sich einen Psalm an die Tür? Ich bitte dich. So ein Spruch ist ja schön und gut, aber im 21. Jahrhundert? Naja. Aber ich will ja auch nicht religionsfeindlich sein. Jeder kann machen, worauf er Bock hat. So, jetzt sind wir ganz oben angelangt. Yeah! Drum and Bass! Drum and Bass! Ja, Mann. Halls of Trial. Was sind die Halls of Trial? Das ist ja echt... Was ist das? Ich habe jetzt jedes Stockwerk und jede Tür durchgegangen. Was? Ey, der Typ. Ich könnte niemals wohnen. Ich könnte niemals wohnen. Allein schon, weißt, da macht eine Musik, da bohrt einen ganzen Tag rum, da macht die wieder jemand ein anderer Musik, dann kommt irgend so ein scheiß Gong von der Sekte her. Was ist denn hier los? Erdgeschoss. Erdgeschoss. Erdgeschoss, wo muss ich hin? Ich verstehe es nicht. Ist vielleicht beim Daniel noch was? Enter the Halls of Trial. Ich habe keine Ahnung. Hier ist immer noch abgeschlossen. Wo sind die Halls of Trial? Ist es doch im Keller irgendwo? Ich rufe schon mal hier den Aufzug, da muss ich nachher nicht warten. Dann fahre ich direkt vom Keller in den 5. Stock. Schaue ich nochmal in Daniels Apartment. Das ist mir zu dunkel. So, hier ist nichts. Vielleicht noch eine andere versteckte Tür, kann das sein? Ja. Stand da gerade no need to go there? Bin ich gerade wieder falsch gegangen? Nein, bitte nicht. Die langen Wartezeiten, die machen mich ja so fertig. So. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder falsch gegangen. Bitte, Peter, bitte. Bitte, Shoah. Ich sollte eigentlich zu Shoah beten. Bitte, Shoah. Sei einmal ein Gott, der was wert ist. Sonst werde ich auch an meine Wand schreiben, Shoah ist gut. Das kann man ja als Blasphemie werten, oder nicht? Shoah ist gut. Ja. Ich finde Shoah eigentlich echt super. Super Typ, super Typ. Fein, Tom Kiemer. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Hier müssen wir einen anderen Aufzug holen. Was können die sich denn alles leisten? Die können sich einen separaten Aufzug leisten. Ein Aufzug, der gar nicht nötig wäre, weil hier auch eine Treppe hinpassen würde. Die Frage ist jetzt, was ist teurer? Die Treppe oder der Aufzug? Aber ich denke, auf längere Zeit der Aufzug. Wisst ihr, ich dachte immer, Aufzüge sind... Okay, die haben echt zu viel Geld. Ich dachte, Aufzüge sind was Sicheres in Horrorspielen, aber nach Dead Space wurde ich eines Besseren belehrt. Nein. Oh shit. Ich sehe schon, wie wir wieder viel zu tief sind. Wir sind wieder viel zu tief. Ach du Scheiße.
Alter. Ich glaube, jetzt sind wir angekommen. Ich glaube, jetzt sind wir angekommen. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich... Aber sie sind Hightech. Sie sind Hightech und... Ich glaube, jetzt werden wir bereits erwartet. Alter. Ich will die Tür gar nicht aufmachen. Ich erschritt. Registration? Ist es dein Ernst? Ein Gefängnis. Und wieder ein Code. Können wir das irgendwie ausstecken? Können wir nicht die Kameras einfach ausstecken? So. Hier sind wieder Namen und eine bestimmte Zeit. Ist es vielleicht alles hier ein Gefängnis? My dear friend, it has been brought to my attention that some of our members don't understand. Oh! Until they have walked on the path of shore and studied shore's holy relic. Remember that we have to guide our flock. We have to guide him. Members wishing to advance to level 3 have to pass the test. Wir sind noch nicht mal bei Level 3. Wir sind bei Level 2, Alter. Was ist das hier alles? Was dahin, diese ätzenden Spinnen? Alter, Alter, widerlich. Boah, da ist eine fette, oder? Oh nein. Walk offshore. Was ist das hier? Was? Das wird ja alles viel zu krank. Wir gehen jetzt mal den Weg des Shore. Weg des, der Shore. Minute 5 per day. Alter, was? Müssen wir hier 5 Minuten am Tag gehen? Ist das so? Alter. Ist das so eine Art Ritual? Ich geh jetzt mal 5-mal. Alter, die Musik. Oh! Nein! 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 Wow! Wow! Alter! Alter, hat mich das kack! Warum Spinnen? Ich hasse Spinnen, ich hasse sie! Nein! Nein, nein, nein! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Oh nein, Jumpscare! Alter, da ist er! Ich lauf doch schon, Mann. Warum Spinnen, widerliche Sachen? Alter. Alter. Weg hier. Weg hier! Weg hier, ohne Scheiß, weg hier. Einfach nur weg hier. Nein. 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 Alter, was hat das alles zu bedeuten? Was hat... Ein Schlüssel. Ein weiterer Schlüssel. Alter, ich bin ja so durch gerade. Ah, da ist... Diese Augen. Diese Augen. Alter, wo ist... Wofür ist... Nein. Alter, wo ist... Wofür ist... Wofür... Alter. Ich muss jetzt hier alles wohl oder übel durchprobieren. Ah. This is a dangerous game. We know, Jen.